1,5 Grad sind Grad das Maßnahmen. Wir alle kennen die Zahlen zur globalen Erwärmung. Aber abstrakte Zahlen allein können die Menschen nicht bewegen. Deshalb wollte der WWF die Folgen des Klimawandels auf emotionale Weise überraschend erfahrbar machen. Um das zu erreichen, kreierten wir eine neue Kunstform. The Climate Realism Exhibition. Wir wählten 8 der berühmtesten Landschaftsgemälde der Kunstgeschichte aus, die weltweit für die Schönheit ihrer Naturdarstellungen bewundert werden. Wie würden diese ikonischen Gemälde aussehen, wenn die globale Erwärmung nicht gestoppt wird? Wie würde Van Gogh seine Weizenfelder malen, wenn Extremhitze zur Normalität wird? Wie würde Gauguin die Südsee malen, wenn der Meeresspiegel weiter ungehindert ansteigt? Mit einem Team aus Klimaexperten und AI-Spezialisten werteten wir die Daten von 3 Klimaszenarien des Weltklimarates für die Regionen aus, in denen die Gemälde ursprünglich entstanden sind. Eigens entwickelte AI-Pipelines wurden exakt auf die Malstile der Künstler trainiert und generierten so fast 2000 Bilder, die zeigen, was mit Monets Seerosen passieren würde. Wie sich Tina Blaus Küstenlinie verändert. Und was von Frederick Edwin Churches Eisbergen übrig bleibt. Schritt für Schritt, jeder einzelne Frame im Stil des jeweiligen Gemäldes. Durch das Übersetzen von Zahlen in eine neue Kunstform konnten die Menschen die Auswirkungen des Klimawandels auf eine völlig neue Art und Weise sehen und fühlen. In einer interaktiven Web-Experience, in einer Ausstellung in Berlin und auf digitalen Postern in ganz Deutschland. Was abstrakte Zahlen allein nicht schaffen, hat Climate Realism in kurzer Zeit erreicht. Eine neue Art von Aufmerksamkeit, intensivere Diskussion und das Gefühl, jetzt handeln zu müssen. Wir alle entscheiden, ob Climate Realism eine Kunstform bleibt oder Realität wird.